Willkommen beim Demonstrationsvideo des Knausermeisters. Ich gehe davon aus, dass Sie den Knausermeister bereits installiert haben und hier rechts unten eine Münze sehen. Und wir demonstrieren jetzt mal, wie der Knausermeister funktioniert. Ich schaue mir gerade in einem Shop von otto.de Digitalkameras an, interessiere mich jetzt zum Beispiel für die Canon PowerShot 200IS, klicke auf dieses Angebot und schaue es mir einfach an im Bereich von Otto. Jetzt führt der Knausermeister im Hintergrund einen Preisvergleich durch und hat automatisch, ohne dass wir etwas dazu tun mussten, hier einen günstigeren Preis gefunden. Wir könnten also direkt 60 Euro sparen. 20% Ersparnis bietet uns der Knausermeister an. Wenn ich jetzt hier zum Angebot klicke, komme ich direkt zum Angebot, was der Knausermeister rausgefunden hat. Hier in einem neuen Shop sieht man also 239 Euro ein günstigeres Angebot. Gleiches kann man hier auch mal bei Amazon vorführen. Wir gehen also zu Amazon, gucken uns hier auch meinetwegen wieder Digitalkameras an, sehen eine Canon IXUS 100 auf der Startseite von Amazon, schauen uns das Angebot an. Der Knausermeister erkennt hier automatisch, was wir uns anschauen, führt dann live einen Preisvergleich durch. Und hier hätte man immerhin 16 Euro sparen können. Wenn ich unten nicht zum Angebot gehen möchte, sondern auf alle Angebote klicke, dann sehe ich, wer diese Kamera noch anbietet. Und mit der Sternchenbewertung kann ich mir dann gegebenenfalls einen Shop aussuchen, der von den Nutzern sehr positiv bewertet worden ist. Eine weitere Funktion des Knausermeisters ist, dass er einem auch sagt, wenn man sich bei dem günstigsten Angebot bereits befindet. Wir sind jetzt hier im Shop von Mindfactory und schauen uns ein Hardware-Produkt an. Der Knausermeister schaut jetzt, ob er dieses Hardware-Produkt in der Datenbank hat. Hat er es nicht in der Datenbank, wird er gar nicht anspringen. Das ist jetzt hier zum Beispiel der Fall. Also wir haben jetzt hierfür keinen Preis. Wir können mal versuchen, ob wir manuell den Knausermeister anwerfen können. Ja, wir sehen also, hierfür gab es jetzt keinen Preis. Er sagt, für das Produkt habe ich keine Preise. Dann schauen wir mal, ob wir auf der Seite von Mindfactory noch etwas anderes haben. Hier ein Laufwerk. Und dann gibt uns der Knausermeister raus, dies ist das beste Angebot. Und wir wissen, bei dem Shop hier können wir kaufen, günstiger geht es im Moment nicht. Man kann jetzt hier sagen, weitere Angebote ansehen, dann würden wir die anderen Shops sehen, in denen es auch noch das Ganze gibt. In den Einstellungen des Knausermeisters kann man das abstellen. Wir können sagen, die Benachrichtigung soll nur dann erfolgen, wenn der Knausermeister das günstigste Angebot gefunden hat und nicht, er soll uns sagen, dass wir gerade uns auf dem günstigsten Angebot bereits befinden, dann würde er gar nicht erst aufgehen. Wir können das also mal hier demonstrieren. Das klicke ich raus, Benachrichtigung auch dann, falls die Webseite bereits den günstigsten Preis hat. Und wem dieses Knausermeisterfenster zu lästig ist, der kann hier unten auch noch das automatische Öffnen ausklicken. Was dann passiert, demonstriere ich jetzt. Wir gehen also nochmal auf unser Angebot auf Amazon und sieht man jetzt hier unten rechts, poppt kein Knausermeister mehr auf, sondern die Münze dreht sich nur noch. Hier also das gleiche Spiel, es dreht sich nur noch die Münze und der Knausermeister poppt nicht mehr auf. Hier passiert jetzt gar nichts mehr, denn wir wissen ja, das ist das günstigste Angebot und insofern springt der Knausermeister nicht mehr an. Wir haben gesagt, er soll beim günstigsten Angebot nicht mehr anspringen. Also das ist eine Option, da kann man in den Einstellungen den Knausermeister ausstellen. Ansonsten ist vielleicht noch eine interessante Funktion, dass man auf jeder beliebigen Webseite den Knausermeister automatisch anwerfen kann. Wir versuchen das jetzt erstmal hier, indem wir einmal draufklicken, versucht der Knausermeister das Produkt zu erkennen. Er hat also jetzt ein Produkt erkannt, SX200IS, und sagt uns aber auch gleichzeitig, das ist das beste Angebot. Das wissen wir ja noch, weil wir vorhin über den Preisvergleich erst hierhin gekommen sind. In der Historie des Knausermeisters kann ich sehen, was ich bereits zuvor gesucht habe, falls ich dann nochmal auf ein altes Angebot zurückgreifen möchte. Der Button Twitter zeigt, was hier gerade an Neuigkeiten rund um den Knausermeister getwittert wird.
Und ganz interessant auch der Feedback-Button. Hier kann man den Entwicklern direktes Feedback geben. Und schließlich gibt es noch den Such-Button. Hier kann man also eine manuelle Suche ausführen. Wenn ich jetzt hier Ixus 100 manuell eingebe, dann funktioniert der Knausermeister wie ein ganz normaler Preisvergleich und schlägt uns ein Produkt vor. Hier eben eine Ixus 100, die man bei einem Anbieter kaufen kann. Fährt man mit der Maus über die Sternchen, sieht man, wie der Shop, der hier empfohlen wird, bewertet worden ist. Das ist also ein Shop, der von 83 Nutzern bewertet worden ist und 4,5 von 5 möglichen Punkten erhalten hat. Das sind die Grundfunktionen des Knausermeisters. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit und das soll es zunächst mal gewesen sein. Vielen Dank.